In diesem Video wollen wir uns mit dem Konzept der Energiespeicherung beschäftigen. Das heißt also, wie ist da die Grundidee bei der Energiespeicherung? Was ist der Sinn? Wozu möchte man die Energiespeicherung nutzen? Was haben wir? Wir haben im Zentrum unseren Verbraucher. Das kann jetzt also ein Einfamilienhaus sein, das kann jetzt aber auch ein Unternehmen sein, die Energie benötigen. Primär natürlich immer die elektrische Energie. Wie ist das ganz klassische Konzept? Wir haben das Stromnetz, das genutzt wird, um elektrische Energie bereitzustellen für diese Verbraucher. Das ist das klassisch alte Konzept. Was nun im Zuge der Energiewende, der dezentralen Energieversorgung neu dazukommt, ist, dass nun neue Energieerzeugungsarten und Einheiten entstehen. Das sind auf der einen Seite natürlich die Windenergieanlagen, die elektrische Energie bereitstellen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Photovoltaikanlagen, ob das jetzt Freiflächenanlagen sind, oder Dachanlagen, die auf den Dächern der Gebäude installiert werden. Beide Systeme stellen nun elektrische Energie bereit, die zunächst in den Gebäuden eigen verbraucht werden. Das heißt, hier bekommen wir eine Eigenversorgung, Eigenstromversorgung mit elektrischer Energie. Besonders interessant, wie gesagt, bei den Photovoltaikanlagen auf den Dächern, ob das jetzt im Privathaus ist oder auf gewerblichen Dächern, da haben wir erstmal eine eigene Stromversorgung, was natürlich dazu führt, dass der externe Energiebezug vom Netz, das heißt also der Netzstrombezug, reduziert wird. Das hat natürlich auch den Grund, dass man natürlich versucht, die Energiekosten zu senken. Das heißt also, wenn der Strom aus Photovoltaikanlagen, insbesondere aber auch aus den Windturbinen, günstiger ist als der Strom, den man übers Netz bezieht vom Energieversorger, dann ist die Eigenstromversorgung natürlich eine wirtschaftlich attraktivere Variante. Nun ist es natürlich so, dass diese Energiequellen volatil sind, Wind und Photovoltaik. Das heißt also, man braucht weiterhin das Netz. Und zwar in der Form, dass man bei einer Unterdeckung mit elektrischer Energie aus den regenerativen Energiesystemen das Netz benötigt, um den Strombedarf zu decken. Umgekehrt ist es natürlich so, dass man Überschüsse der elektrischen Energie einspeist ins elektrische Netz. Das ist eine Einspeisung und natürlich auch eine Vergütung in unterschiedlicher Art und Weise. Das kann eine Festvergütung sein nach dem EEG oder eine Vermarktung des Stroms an der Strombörse. Das ist das Konzept, wie es mittlerweile Standard ist. Was nun als neue Komponente hinzugenommen werden kann, sind nun die Speicher. Das ist im gewerblichen und Privatbereich in der Regel eine Batterie als Speicherlösung. Das heißt, wir bekommen hier als weitere Komponente eine Batterie, in der elektrische Energie gespeichert werden kann. Das heißt also, was passiert nun bei der Energieversorgung? Wir haben einen Überschuss an elektrischer Energie. Das heißt also, es wird mehr Energie erzeugt, als in dem Moment verbraucht wird. Was passiert also in dem Moment? Die elektrische Energie wird in der Batterie gespeichert. Das heißt, wir haben hier unsere Batterie. Typischerweise eine elektrochemische Batterie. Das heißt, wir haben hier eine Speicherung der Energie. Wenn es dann weiterhin Überschüsse gibt, das heißt also die Batterie mit der entsprechenden Leistung geladen wird, das heißt, wir haben natürlich hier eine maximale Ladeleistung, die diese Batterie hat. Das heißt, hier gibt es eine Ladeleistung, P-Laden. Die Batterie selber hat natürlich eine Speicherkapazität, E-Speicher, das heißt also, wie viel Energie kann die Batterie aufnehmen, typischerweise wieder angegeben in Kilowattstunden. Aber die Batterie kann natürlich nicht beliebige Leistungsmengen oder Energiemengen pro Zeiteinheit aufnehmen, das heißt, die ist begrenzt auf eine bestimmte maximale Ladeleistung, auf einen maximalen Ladestrom. Was passiert nun, wenn wir weiterhin Überschüsse haben? Das heißt also, immer noch mehr Strom zur Verfügung steht, als verbraucht wird und als in der Batterie gespeichert wird. Dann haben wir natürlich auch noch eine Einspeisung ins Netz.
Der umgekehrte Fall haben wir eine Unterdeckung mit Eigenstrom, das heißt, es liegt der Verbrauch, der Bedarf des Unternehmens, des Gebäudes über der Erzeugungsleistung der regenerativen Anlage. Wird nun Folgendes gemacht: Statt des Netzbezugs bekommt man nun oder nutzt man nun die gespeicherte Energie in der Batterie. Die Batterie wird entladen mit entsprechender Entladeleistung. Das heißt, der Strombedarf wird statt aus dem Netz zunächst aus der Batterie gedeckt, solange bis die Batterie ihre minimale Ladekapazität erreicht hat. Und erst wenn die Batterie vollständig entleert ist und dann immer noch nicht ausreichend eigener Strom zur Verfügung steht, dann erst wird noch überschüssiger Strom aus dem Netz bezogen. Auch ganz wichtig bei dem Konzept ist natürlich, dass die Batterie in der Regel nicht mit Netzstrom geladen wird. Auch das wäre natürlich theoretisch möglich, dass man die Batterie lädt mit elektrischer Energie aus dem Netz. Dieses Konzept wird normalerweise nicht angewendet, weil A, diese Energiespeicherung zu teuer ist. Es ist nicht sinnvoll, aus wirtschaftlicher Sicht die Batterie mit Netzstrom zu laden, um dann diesen Strom später wieder zu entnehmen. Dadurch, dass das Netz quasi permanent vorhanden ist, ist kaum oder vernachlässigbare Ausfallzeiten gibt. Dieses Konzept der Ausfallsicherung mit Hilfe einer Batterie wird dann nur in kritischen Infrastrukturen genutzt, also Krankenhäusern zum Beispiel oder in Unternehmen, bei denen ein Stromausfall kritische Folgen hätte. Im normalen Bereich ist ein Stromausfall natürlich ärgerlich, aber in der Regel unkritisch, sodass das Laden der Batterie das Netz nicht verfolgt wird. Das heißt also, wir haben das nun, dieses Konzept der Versorgung mit regenerativer Energie zur Eigenstromversorgung, der Zwischenspeicherung der Energie in einer Batterie, der Entnahme der elektrischen Energie zur Versorgung und dann natürlich die Kopplung zum Netz für die Einspeisung bzw. für den Netzbezug. Und dieses Konzept lässt sich natürlich jetzt auch skalieren auf größere Verbrauchseinheiten, also Quartiere, Gemeinden, Städte, dass man natürlich dann entsprechende Mengen an oder Nennleistung für Photovoltaik, Wind, Wasserkraft etc. hat und natürlich auch entsprechende andere Typen von Batterien, also nicht nur die elektrochemische Batterie, sondern vielleicht auch ein Pumpspeicherkraftwerk, was sich berücksichtigen lässt. Oder über Power-to-Gas die Speicherung von überschüssiger elektrischer Energie in Gas und dann der Rückverstromung über Gaskraftwerke durch die Verbrennung, sodass man dann die elektrische Energie wiedergewinnt aus der chemischen Energie und natürlich auch da den Austausch mit dem Netz zur Netzstabilisierung, um Schwankungen im Netz auszugleichen, sodass dieses Gesamtkonzept das künftige Stromversorgungskonzept in Industrienationen sein wird, der regenerativen Energieversorgung, der Speicherung überschüssiger Energie und der Verteilung des Stroms, um eine Region dann mit Strom zu versorgen.